Peace, Leute, was geht ab? Peace, Leute, was geht ab? Und willkommen zu Ardenbros. Ja, Leute, wie ihr seht, jetzt mache ich wieder endlich ein Video. Das habe ich mir so gedacht, Leute. Nein. Spaß. Nein, Leute, wie soll ich das umsetzen, das Wort, also ich fange jetzt an mit dem Thema, ja Leute, heute gibt's so ein geiles Video und ich wollte euch nur gleich mitteilen, zwei Infos gebe ich euch am Schluss noch, es geht darum, wir fahren nach Burgenland, dann mit dieser WG, also da verschiedene WGs. Wie soll ich mit denen anfangen mit dem Thema? Leute, dieses, diese, na, wie soll ich sagen, diese heuer, so circa in zwei Monaten fahren wir heuer zu Special Olympias, das ist in Burgenland, da fahrt man, jedes Jahr fahrt man woanders hin, zum Beispiel zwei von der WG 3 oben von der WG 3, zwei Mitbewohner von mir, die fahren, also die ganze, überall gibt es WGs, in Kressen gibt es eine WG, in Burgstall, da wo nicht, in Scheibs, da habe ich gewohnt, da habe ich auch mal Videos gemacht, das wisst ihr Leute, Und über das reden wir jetzt gar nicht weiter viel. Ich mag das Video, das ist ein Unboxing. Genau, ein Unboxing. Und heute kommt mein. Über das reden wir gleich weiter, über welches Video heute geht. Ich rede nur ganz kurz weiter. Filme ich dann noch ganz kurz. Unser Trainer, unser Fußballtrainer, ich habe mich als Fußball angemeldet und ja, da steht auch die Sporttasche, die filme ich euch dann und die Fußballschuhe auch, die ich gestern gekauft oder vorgestern am Dienstag, diese Woche habe ich wieder Training gehabt, Fußballtraining. Ich habe mich angemeldet als Fußball Special Olympics. Der erste Platz, also die Mannschaft, was gewinnt, kriegt der, was öfter Tore macht, kriegt eine goldene Medaille. Die ganze Mannschaft euch. Die ganze Team, die goldene Medaille steht erster Platz um. Das mag ich erreichen. Zum Beispiel voll hart trainieren, so viel. Und wie gesagt, Leute, Special Olympics gibt es Eiskunstlaufen, Hedgehog-Schießen, Golf, Laufen, Schwimmen, weiß ich was, etc. Da gibt es auch. Die Sportart-Fußball fühle mich dann auch noch. Und Leute, da bin ich auf einem Fußball, da mache ich, und dort drehe ich auch YouTube-Videos. Da freut sich am meisten. Dadurch mit meiner Dashcam, mit der Kamera, hüpfe ich ins Pool rein. Ich hoffe, dass dort ein Pool. Wir wissen nicht, in welchem Hotel wir da sind. Wenn bei einem Hotel so ein Whirlpool oder in so einem Pool ein gebauter Pool ist, hüpfe ich rein mit meiner GoPro-Kamera. Ich habe noch keine, ich kaufe noch eine. Eine Dashcam, eine günstige. Ich mag nicht ein GoPro jetzt. Da tue ich mal das Essen dort abchecken, das Hotel abchecken ein bisschen. Und Instagram-Story mache ich voll viel. Und TikTok-Story. TikTok-Videos mache ich voll viel. Das ist dort voll viel Fans. Da kriege ich sicher. Da auf YouTube. Da kriege ich locker höchstens, so, sagen wir mal ein Beispiel, so circa 1200 Abonnenten zusammen. Ich kriege dann über 1000 Abonnenten. Wenn ich da jetzt zum Beispiel. So, wenn ich da zum Beispiel 1000 oder 900 Abonnenten mehr bekomme von dort von Special Spielen, weißt du, wie viel es wird? Wenn da voll viel geil ist, war es wird so geil, Leute, einfach. Und jetzt kommen wir zum Highlight. Heute, weißt du was, ich war vorher mit der Betreuung in CC in Amstetten, genau, Leute. Ich wollte euch nur sagen, Ich muss das Video ein bisschen kurz schneiden, wir sehen uns gleich wieder und dann reden wir über das Thema.
Ich sage einen Punkt, ich komme jetzt zum Punkt gleich. Das ist ein Unboxing, ein Video, jetzt mache ich endlich wieder ein Unboxing seit länger. So, ich habe mir gedacht auf den Kanal, du machst das gar nicht mehr, nein, nichts mehr, nie wieder. Weil es kommt nicht gut an bei euch, aber ich hoffe, dass das Unboxing gut bei euch ankommt. Weil so E-Zigarette und E-Shisha, E-Zigarette, das hat mich so früher, vor 2 Jahren das gemacht, das Video und wieder gemacht, das ist nicht so gut ankommen bei euch. So, und jetzt sehe ich vom Tisch rauf. Und weißt du, Leute, was man kauft? Ich sag's einfach schon. Ich habe mir das neue Modell gekauft. Den neuen Nintendo Switch OLED in weiß-schwarz. In der Farbe weiß. Also weiß-schwarz. In der Farbe weiß. Also sage ich mal weiß-schwarz, weil es ist schwarz. Ich sage, ich kenne mich ja schon ein bisschen aus mit dem Gerät. Den alten Nintendo Switch, der steht da drin. Schaut's, Leute. Und den hole ich schnell her. Ups. Ui. Da ist der noch alte Nintendo Switch. Genau. Und ja, Leute, und ich hab den alten Nintendo Switch, den behalte ich. Da muss ich noch schauen, was ich mit dem mache. Leute, lasst jetzt ein Like da, wenn ich an euch verlosen soll. An YouTube? Nein, das mag ich auch nicht. Da muss ich überlegen, sehr gut überlegen, ich glaube, ich mache es doch nicht, nein. Nein, dann verkaufe ich ihn um 280 höchstens Euro, 280 Euro. Das ist noch viel wert, das ist auch gut noch. Weil, was mache ich mit 2 Nintendo Switch, also den alten Modell, das neue Modell. Und es kommt das Highlight. Und ich habe ein halbes Jahr lang auf den neuen Nintendo Switch gewartet. Weil da immer, das sind so spezielle Bestandteile, wenn sie nicht mehr zusammen. Bei der PS5 ist das gleiche. PS5 ist immer so, bei PS5 ist so, dass das da über ein halben Jahr, über eineinhalb Jahre dauert schon, dass es nicht mehr lieferbar ist, lagerbar. Die PS5 ist nicht normal, ja, das ist irgendwie besser. Und jetzt hebe ich es hoch. 3, 2, 1, da ist sie, Leute. Und Leute, einfach ist viel gekriegt, ich weiß, aber jetzt ist es da. Modell, das ist OLED-Modell in weiß-schwarz. Plus, Leute, selber den Nintendo Switch. Da steht sie. So zeige ich sie an, dann den Nintendo Switch. Nimmt die Rückseite. Genau. Nintendo Switch OLED. Das ist ein guter Prachtstück. Und. Leute, Prachtstück einfach, sag ich ja. Plus Panzerglas, weil bei der neuen Switch OLED, da ist das Ding, Leute, das hat echtes Glasdisplay. Das Display ist 7 Zoll groß, das sag ich jetzt schon. Ja, Leute, mich überrascht sehr, das Display, da bin ich jetzt so gespannt und da freue ich mich so viel schon, ich bin so gehypt. Dass ich das Display anschauen kann und wie nagelneu das ist. Und das Design gefällt mir sehr gut, Leute, von Nintendo Switch. Den Preis blende ich euch ein. Bam. Und ich sage ihn auch noch dazu. 395 hat er kostet, Nintendo Switch. Wie viele Minuten sind noch her? Ja. Vor circa 3 Stunden habe ich einen Switch abgeholt in Amstetten von CCA, im Einkaufszentrum in Amstetten, beim Mediamarkt. GameStop gibt es auch so. Und bei St. Pölten leider GameStop hat für immer zugeschlagen. Das ist nicht gut drauf, das Geschäft. Das ist scheiße, ja, Leute. Plus Panzerglas ist dabei, 7 Zoll groß. Und Leute, jetzt kommt das Geile. Ich habe auch ein Spiel dazu bekommen. Ein Nintendo Switch Spiel, Nintendo Switch. Und ihr könnt es schon sehen, Leute. Ich will jetzt voll süchtig dran. Die nächsten paar Tage durch jetzt dran suchteln. Also viel spielen, viel zocken durch, viel suchteln. Nächsten paar Tage das Pokémon-Spiel. Bin gespannt, wie das wird. Ich bin gespannt, wie das Spiel wird, bis das wird.
sieht echt nice ablaufen und eine Folie verpackt. Das Spiel kostet, glaube ich, wenn man das Spiel alleine kauft, das ist noch günstiger, um 20 Euro, 25 Euro günstiger, weil das ist bei Nintendo Switch dabei, das ist günstiger. 35 Euro. Weil wenn ich den nur in Nintendo Switch alleine kauft, dann so halt, dann hätte er, glaube ich, so, da hätte, boah, ich werde schon voll lang, scheiße. Leute, da hätte ich, das Pokémon-Spiel, wenn es alleine, wenn man es einzeln kauft, nur das Spiel, Pokémon-Spiel, das ist das neue Pokémon-Spiel, Pokémon, strahlender Diamant. Und Leute, das kostet mal 60 bis 70 Euro, sowas circa. Ich muss auch schauen in der Richtung, wie es kostet. Das Spiel blende ich vielleicht nach einem Preis. Und es packt mir aus, Leute, ich habe schon so viel geredet, ich weiß, Leute. Und es ist, bin schon gespannt. Ich trau mir nicht mal den Nintendo Switch auspacken, Leute, aufpacken, weil ich bin so hagel, ich bin so aufgeregt, boah. Ich bin schon so hagel auf den Nintendo Switch, bin so hagel. Ich passe so gut auf den auf, weil das ist wie mein Baby, wie meine Frau ein Kind bekommt oder wie ein Babyhund bekommt. So freue ich mich so. Habe ich jetzt ein halbes Jahr lang. So, jetzt packt man aus. Oh, shit, geil, Leute, kann sich echt nicht sagen. Warte, Leute, kann man nicht mit, ja? Und? Oh, alter Schwede! Nein, so ein Riss macht, fuck. Genau, Leute, bist du deppert, das sind die Joy-Con, links, rechts und links, die zwei Joy-Cons, das Display in der Mitte des, und, ja Leute, das packen wir aus, zeigt das Display, Leute, muss das Pokémon-Spiel nochmal, ja, so, boah, der ist, Spaß dann. Boah, der schaut so edel aus und so schön. Mir gefällt das Design. Joy-Con packe ich aus. Alter Schwede, schaut das geil aus. Oh, nein, no way. Ich kann es echt nicht glauben. Und das ist, wo man dann das Switch so reinschiebt. Wo man es so reinschiebt, so reinsteckt. Das ist der Dot. Das heißt Dot. Und bis gleich, und dann ist beim allem alles auspackt. Beim Dot ist so, der gibt. Nein, das sag ich, dann einfach gleich. Weil beim Dot kann man die Rückseite, die Klappe kann man ganz runternehmen. Und bei Nintendo Switch hinten da. Beim Nintendo Switch, boah, das kleine Nintendo Switch, echt so geil. Und Leute, ich wollte euch nur sagen, das ist das Gerät, und wenn dort kann man auch, da bei Nintendo Switch kann man die Klappe so rauf machen, dass das so steht, so hinklappt ist, genau. So meine ich. Bis gleich, Leute. Also Leute, auf Real Talk, wie gefällt euch das? Von 1 bis 10, schreibt es jetzt in die Kommentare, unten in die Kommentare, ab in die Kommis. da ist der Knopf viel breiter geworden, also nicht so rund mehr. Da, der ist breiter. Da, ja. Plus und Minus für lauter und leiseren Ton. Da. Ah, und das ist eingebaut. Beim anderen Switch sind so gleich Striche, das ist ganz abgerissen nach der Reihe. Bei den Nintendo Switch Hauptplatte. Und hinten meine ich das da. So. Das meine ich, Leute. Ja. Das ist geil. Und das ist auch voll stabil, boah, und das ist echt das. Bei den Nintendo Switch ist das abgerissen. Seht ihr das, Leute? Genau, das ist das. Das ist das alles abgerissen. Und das ist schon leider beschädigt gehabt. Und da ist das, das ist die Lüftung. Das ist eingebaut. Dann haben wir das Spiel rein. Der Kopfhörerstecker, der Audiostecker ist auch voll edel, voll neu. Neuere gebaut, also neu draus. Also, oh, das Display, schaut mal, wie groß. Das ist 7 Zoll Display,
Das ist, schaut so edel, das gefällt mir so, das ist das Geile dran. Das ist echt das Glas. Und schaut mal, Leute, wie das glänzt. Genau, sitzt es. Da sieht man, das ist echt Glas, echtes Glas-Display. Alter, ich bin so gehypt, das sind wir uns gleich wieder, wenn wir ihn auspacken und wenn wir eingerichtet haben, alles und passt. Und den Dot, das tun wir dann noch vorstellen, noch kurz. Und dann ist schon das Ende des Videos. Und in dem Video lasse ich auch wieder zwei Leute grüßen. So, ja, Leute, ich wollte euch nur sagen, jetzt habe ich alles eingerichtet. Sprache, Uhrzeit, Datum, Region, alles einstellt. Es war nur ein Powerknopf drücken oder da drauf drücke ich. Und ist schon da. Geil, Leute, echt geil. Ich liebe es. 36% habe ich gehabt. Fortfahren. Dreimal drücken. Boah, der Ton geht sicher viel lauter. Boah, das ist laut. Der Sound, also die Lautsprecher sind sehr gut verbaut. Und es hat, macht mir sehr guten Eindruck. Genau. Und es tut noch das Panzerglas drauf und dann. Es ist eigentlich schon das Ende dieses Videos. Aber warte, das wollte ich auch noch mit euch zeigen. Einmal das HDMI-Kabel, also das HDMI-Kabel, das also von der Konsole, von dort, das ist das, wo man Leute, von Nintendo Switch, wenn man da reinsteckt, von da, den Anschluss da reinstecken und den anderen Anschluss über den Fernseher, weil dann kann man spielen das HDMI-Kabel, das Netzteil, genau. Was ist da drunter? Ah, das ist das, aber das ist auch das da, okay, Leute. Das, wisst ihr, was das ist? Ja, genau, das da. Das ist es. Wo wir beim Fernsehen spielen, genau. Und die zwei. Das ist zweimal, das ist das eine. Das ist, wenn man so in der Luft so hin und her bewegt, wenn man Just Dance spielt. Oder SingStar oder so. Just Dance, wenn man tanzen und so. Das ist für dieses Jahr, genau. Das ist zweimal. Wenn man für zwei Joy-Con. Genau. Ja, Leute. Ich habe mich auch schon Seite von Daniel, habe ich einen Spitznamen eingegeben. Das letzte. Und WLAN habe ich übersprungen, durch drei Sachen übersprungen. Seht mal, Leute, wie es sich geil anhört. Daniel mit Mario, Super Mario. Ja, okay, passt, Leute. Jetzt reden wir nicht viel weiter. Da ist noch gar kein Spiel. Weil Leute, das spielt euch jetzt voll viel Suchteln und voll viel Spielen damit. Leute, in den nächsten paar Tagen sage ich nochmal eine kleine Info, wie mir den Nintendo Switch gefallen hat und so, sage ich euch nochmal. Und jetzt noch ganz kurz zur Sporttasche, sage ich auch noch, das ist die Sporttasche, genau. Ja, das so schaut die aus. Die Fußballschuhe zeige ich euch gleich, bis gleich. Ja, Leute, und das sind jetzt die Fußballschuhe. Die 95 Euro normal kostet, die Größe 47, ich habe so große Schuhe, Füße. Schau, wie dreckig die sind, Leute.
Ich habe das erste, das mit, ich habe mein zweites Training, mein zweites Fußballtraining das erste Mal mit richtigen Fußballschuhen gespielt. Ich habe nie Fußballschuhe gehabt, das sage ich euch ehrlich, Leute. Und ich habe 95 Euro nur minus 20%. Und die haben 76 Euro gekostet. Ja. Genau. Na Leute, und das will ich sagen, bis gleich. Durch zwei Leute grüßen. Schöne Grüße an Nick, Gar und Axel. Beide haben die Glocke aktiviert. Danke dafür. Wenn ihr von mir auch grüßen wollt, schaut einfach unten in die Kommentare. Hashtag Glocke aktiv. Wenn ihr aktiv seid, dann kommt ihr da in die Kommentare geschrieben. Habt. Hashtag Glocke aktiv. Ihr werdet mir nächstes Mal auch grüßen. Viel Glück. Und vergesst mich nicht kostenlos. Kein Video, kein Nachricht mehr verpasst. Schaut es für diese Kostas zu abonnieren und auf das Glöckchen drücken, dass ihr keine Nachricht und kein Video mehr verpasst. Und Leute, ich heiße auf Instagram itsdanek25, folgt mir auch, ist ganz wichtig. Ich habe wieder ein neues Bild, ein neues Foto aufgeladen. Und Leute, ich sage, wir sehen uns beim nächsten Video. Nächsten paar Tage zahle ich auch mehr über die Special Olympics und über Nintendo Switch, wie er mir gefallen hat, wie ich ihn bewerten tue, wie mir das Spiel auch gefällt, genau. Dann bis zum nächsten Video, haut rein und peace, tschüss.